Entschuldigung. Was hast du nur wieder eingekauft eigentlich? Gar nichts. Warum? Was ist denn das da? 534 Euro? Da ist noch mehr, ne? Ja. Warte mal gerade. 638 Euro? 29 Euro. Was hast du denn eingekauft? Ich habe nichts eingekauft, ich war vor Tag. Ja, ich weiß auch nicht, einer muss es ja gewesen sein. Was ist denn das? Und das Geld ist weg. Ich denke ja. Das Pärchen wurde sicher nicht gezielt angegriffen, sondern es handelt sich da einfach um ja, eine Massentechnik. Es wird einfach versucht, viele Accounts anzugreifen, wie mit einer Art Schleppnetz, wo sie ja auch nicht den einzelnen Fisch angreifen, sondern einfach auf die Masse gehen. Und die Leute, die halt mit einem schwachen Passwort im Netz hängen bleiben, die werden dann halt ja, als Fang des Tages über den Tisch gezogen. Der Fehler beginnt meistens schon bei der Auswahl des Benutzerpasswortes. Viele Anwender verwenden dort einfache Begriffe, den Namen des Hundes, den Namen der Frau, das eigene Geburtsdatum. Das sind alles Dinge, die ein Angreifer erraten kann. Dazu braucht man keine großen Hackertechniken. Und wenn ich viele Benutzernamen ausprobiere, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich irgendwann einen Benutzer mit einem solchen schwachen Passwort finde. Der nächste Schritt wäre dann zunächst einmal die Zugänge, die er damit erlangt hat, auszubeuten, das heißt vielleicht einzukaufen und dann mit diesen Benutzernamen, die ja oft die Mailadressen sind, und diesen Passwörtern weitere Dienste zu überprüfen. Denn viele Anwender verwenden ja das gleiche Passwort auf mehreren Plattformen. So, jetzt ändern wir erstmal das Passwort. Was war denn dein altes Passwort? Geheim. Geheim? G-E-H-E-I-M. Geheim ist ein bisschen doof, ne? Ja. Also da brauchen wir auf jeden Fall was Besseres. Ein starkes Passwort sollte mindestens 10 Stellen umfassen und sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen enthalten. Das ist ein neues Passwort. Wie soll ich mir das denn merken?